Willkommen zurück zu Pokémon Weiß. Duolog Challenge. Oh yeah. Im letzten Part haben wir Twin Drake City erreicht und Eris ist von uns gegangen, weil mal wieder ein Crit dazwischen kam. Natürlich, was soll es auch sonst sein? Immer die Crits. Ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass ich mit meinem Team dazu in der Lage bin, die Drachenarena zu schaffen. Das heißt, ich werde diesen Part nutzen, die Route zu klären und ein bisschen die Stadt zu erkunden, um Schutz zu kaufen. So, ich habe ja was? Mein lieber Freund, du hast gesagt, vor der Aufnahme gerade, ach, erkund die Stadt. Erkund die Stadt. Du solltest die Stadt erkunden. Ich tue nur, die du dir auch am liebsten Mensch würdest. Das ist eine dreiste Lüge. Das ist nicht wahr. Guck mal. Wir kennen die Wahrheit. Wir kennen die Wahrheit. Wir kennen die Wahrheit. Leute. Hashtag Regi lügt. Hashtag Regi lügt. Now training in Germany. Hashtag Regi lügt. Und die Leute nur, was ist das? Weißt du, dass ich verwirrt bin? Ja. Irgendwie sieht die Stadt anders aus, als ich in Erinnerung hatte. Weiß, also Twin Drake City sieht in Schwarz und Weiß verschieden aus. Ah. In Weiß ist die stimmt, natürlich, ja, wie eine normale Stadt und in Schwarz sieht die aus wie so eine hypermoderne Hightech-Stadt. Ich verstehe, das erklärt tatsächlich einiges. Der Apfeleimer ist leer, was ist denn hier für eine? Spiel mir was! Spiel mir das Lied vom Tod! Kennst du das? Ich überlege gerade, ob sich zugehört, ob sich die Musik geändert hat, aber hat sich nicht, ne? Doch, es kam eine Geige kam dazu. Ah, okay. Hier ist nichts mehr, da waren wir schon. Ich spiele ein Lied vom Tod, sagst du? Ja. Im Film. Bitte nicht. Siehst du? Wie bitte nicht? Hallo? Doch, bitte nicht, tu das nicht. Gib ich halt keine Antwort. Voll die Freche ist die. Voll der Frechdachs. Ja, guck mal, du hast doch alles weiß. Bei Schwarz ist ja, glaube ich, alles eher schwarz drin. Jedenfalls dunkler, glaube ich. Meine ich, keine Ahnung. Kann auch Placebo-Effekt sein. Lass mich doch einfach. Placebo. Oh doch, ich wollte Deko-Artikel haben. Gib her. Gib. Gib. Was erhalten wir? Oh, eine Geschenkschachtel! Wow! Das ist richtig gebrochen. Und der Typ liebt Musicals, sagt er gerade. Richtig krasser Dude, oder? Richtig krasser Dude. Wir bleiben hier unter uns. Leute, kann ich ja nicht rechts rausgehen? Ich meine, wir können da eigentlich weiter. Vielleicht kann ich noch ein Pokémon erfangen. Meinst du die Route? Ja. Ich glaube, die kann sie sogar nicht rausgehen. Leider. Schau, das heißt, wir haben nur noch ganz wenig Chancen, Pokémon zu fangen. Naja, Kammer, Kobaliumskammer. Da müssen wir auch noch hin. Ja. Und die Siegestraße. Und die Route davor. Also haben wir nur noch ganz. Okay. Und die Pokémon-Liga. Die Pokémon-Liga! Wenn man da was machen kann. Aber früher konnte man da auf jeden Fall rein. Also drei. Ich hoffe doch zumindest drei. Drei. Also mindestens drei. Wenn du drei Kämpfe austragen willst, findest du nebenan im Hause drei die Kämpfe. Nö, bestimmt nicht. Fluch ist wie ein Segen, hier spreche ich davon. Hey, was gilt denn eigentlich bei sowas? Wenn du zum Beispiel jetzt bei Pokémon World Tournament ein Pokémon verlierst, was machst du dann? Bei nee. Black and White 2. Keine Ahnung, da macht man es halt nicht. Oder wie meinst du jetzt? Ja, wenn du ein Pokémon verlierst bei Black and White 2. Ja, das ist halt frei. Nuzlocke. Dann lässt es frei. Und dann? Nee, Also im Turnier. Das wollte ich schon mal sagen. Wenn man in der Pokémon World Championship Pokémon verliert. Ja, genau. Was dann passiert? Bei dem Turnier da halt. Weil die nächste Runde wird doch das Pokémon wieder aufgeheilt. Von erster Stelle. Aber was, wenn das Pokémon, was eigentlich besiegt ist, doch noch, also geheilt wird und dann halt im nächsten Kampf vorne steht und deswegen automatisch kippen muss. Nicht benutzen oder so, Sonderregel, keine Ahnung. Muss ich gegen die kämpfen, wenn ich die anspreche? Ich glaube schon. Ich lasse das mal lieber. Was hat er gesagt? Dreierkampf oder? Dreierkämpfe, ja. Okay, jetzt den. Dein Dreierkampf für mich. Tschüss. War nett, mit euch nicht geredet zu haben. Nett wie ihr. Schön. Die Stadt sieht viel schöner aus hier in Weiß. Echt? Ich finde den Schwarz ziemlich cool, weil es halt so Hightech-mäßig ist, ne? Ja, aber es ist so. Hightech-Mac. Was ist denn das hier? Diese Stadt wird von zahlreichen krassen Dollar. Was hat er gesagt? Irgendwas ein Dollar. Boah, der sieht nur die Dollars hier, der Typ. Cash, Money, Hero. Kriegt richtig Cash, dein Taripass. Es dürfte sich ruhig noch etwas warten. Tja. Was soll das Freche denn jetzt hier? Neptun? Da hat wohl jemand seine Trainingszeit vernachlässigt. Soll ich mal deinen anderen Pokémon checken? Meine? Ja. Nee. Wobei, kannst du ja eigentlich gerne machen.
Immer diese schreckliche Ungewissheit, was für eine Zukunft bei den kleinen Tempos wohl erwarten wird, daher brauche ich gerade ein Maschinen, die ich mir in Zukunft verbinden soll. Oh mein Gott. Was das wohl, was damit wohl gemeint ist. Was? Ja. Haben wir eins? Elektra, konnte es mal. Glaube ich. Das ist eine Dreistigkeit. Erst mal etwas fragen, zustimmen und dann sagt er, nee, ich spring doch ab. Was ein frecher Typ. Dann von Vivian, das dürfte sich ruhig etwas mehr anstrengen. Ich mag den Typ nicht. Ich mag die auch nicht jetzt hier. Ich mag die alle nicht hier. Das Haus ist richtig das Haus der Frechen. Das Haus der Frechen. Frechtagshaus nannte man es auch. Frechtags. So, wo bin ich denn? Hier muss doch ein Item liegen. Das kann doch nicht so Zufall so aussehen. Oh, die Itemnase reagiert und nee. Sie failt. Echt gefailte Nase. Du kannst es halt nicht schief machen. Da lag gerade noch eins, aber ich habe es einfach ignoriert. Siehst du das? Wie machst du sowas? Weiß nicht, ich möchte hier oben hingehen. Oh oh. Drei Ranger. Die Siegesstraße. Die lassen uns echt nicht durch. Die lassen uns nicht durch? Oder? Ich könnte natürlich jetzt noch falsch liegen. Würde mich freuen. Oh, ich krieg ein neues Pokémon. Willst du? Ja. Echt? Ja. Ich habe aber keine Ahnung, was hier gibt. Hutsasa, wie man sieht, scheinbar. Ja, schon Hutsasa gibt's hier, aber... Okay, kriegst du ein Pokémon. Es ist ein... Chloranimatz. Wow! Geilomatico! Freust du dich jetzt wirklich? Ja. Ja, okay. Wir haben einen Flyer. Wir haben einen guten Flyer. Hast du gerade gesehen, den coolen Grafikfehler? Ja. So, ich muss den guten aber irgendwie mal schwächen. Ich hätte ja mal dezent ignoriert. Hast du dir überlegt, eine Wasserdüse? ja doch. Okay, ich hoffe, er killt dich nicht durch meinen Beulenhelm. Wow, bam. Das habe ich in der Tat vergessen, aber ich glaube nicht. Nee. Ja, seid ihr. Ja. Easy going. Easy peasy, ganz einfacher Stuff hier, mitten im Beutel, zack, den Ball rausgeholt, geschmissen, den richtigen Ball, so schön auf die Stirn klatschen und bam, weg, ja, alles. Ja, Leute, ihr müsst wissen, Sui hat gerade eben eine Klatsche von mir bekommen in Super Tennis. Wir haben das Spiel noch nie gespielt, ja, ja, Mensch, ja. Mein Super Nintendo funktioniert noch gar nicht, mir fehlt nämlich noch ein Bildkabel, das erst die Tage ankommt. Mhm. Er lügt schon wieder hier, Lügen, ja, ja. Lügenregi. Schon wieder. Zettel willkürlich Kämpfwahn, siehst du? Siehst du? Ich? Das bist du. Das bin ich nicht. Egal wie stark der Gegner noch ist, es gewinnt an Stärke, indem es seine Fehler analysiert. Komm, das passt doch ganz gut. Na gut, Analysen liegen wir natürlich, ne? Siehst du, siehst du, siehst du, deswegen nenne ich es Regi. Nein. Ich hätte einen guten Namen. Bist du eine römische Gottheit? Bist du eine? Ich, ja. Ja, dann kann ich es Regi nennen. Nein, ich schau mal nach. Du kannst es Iglus nennen. Okay, Leute. Ich habe einen Namen. Und zwar. Wenn ich jetzt schon mal die Chance habe, irgendwas Fliegendes so zu haben, ne, kriegst du jetzt deinen Jupiter. Oh, okay. Ja. Der Göttervater. So, das ist ja auch ein episches Pokémon, irgendwie passt. Zufrieden? Fehlen nur die Blitze. Ja, genau. Jupiter, die römische Variante von Zeus. Nur so nebenbei. Zeus. Aber ich bin zufrieden. Ich bin mit der Ausbeute zufrieden. Ich habe ja jetzt noch Terrybar gegeben. Was? Terrybug ist Eevee. Aber Ceres? Ceres war aber größtenteils eigentlich auch klar. Ja, okay. Aber oh, Terrybug ist halt echt... Warum packe ich Neptun eigentlich nach vorne? Kannst du mir das mal verraten? Wegen Beulenhelm und weil es halt so viel aushält. Kann der wenigstens mal treffen mit seinem Brüller oder ging das hier schon nicht mehr? Boah, ich bin viermal hintereinander gemisst mit Fliehen quasi. Ich glaube, das geht. Also in der dritten, so. Der ging's. Meine ich nämlich auch. So. Don't aim it. Erstmal schon wieder Elektra nach vorne, die ist so schnell 41, aber weißt du, wenn die Pokémon einfach sagen, nein, du darfst nicht entkommen, dann kann ich da halt auch nichts machen. Ich sortiere jetzt meine Items hier und benutze den Schutz der Schütze. Ich bin ein Schütze. Genau. Ich habe gerade einen Pfeil abgefeuert. Hallo Hutsasa. Warum machst du das? Wo ich mich für noch ein anderes Item ist. Ist sogar nur ein Tapion. Alles klar? Du guckst so Fragen gerade. Wer ist Saturn? Komm, eins davon ist ein Item, oder? Du willst mich doch nur quälen, gib's doch zu! Nö. Doch, da. Würde dich nur quälen und deswegen redest du die ganze Zeit mit Tarnbignons. Wieso sollte ich das tun? Ich weil bin doch nicht du mich quälst.
Boah, der Blick gerade. Wow. Leute, wir hätten Blicke töten können. Der Hyperheiler, guck mal. Der Jinsui vom Empire State Building geschmissen. Das war aber gar nicht mal, muss ich tatsächlich jetzt mal so aus meiner Sicht sagen, wäre jetzt nicht so nett gewesen. Dich vom Empire State Building zu schmeißen. Ja. Ich hätte aber noch weiter hochgehen können, um noch weitere Trainer zu klatschen, aber irgendwie habe ich gerade spontan. Nee. Auf dem Empire State Building. Junge! So. Mitchell. Wir gehen weiter hier in diese Richtung mal. Ich möchte gucken, ob ich, was er mir jetzt gesagt wurde, als Grund, warum ich da nicht reingehe. Mensch, Kinder, hört mal auf, euch abzuschlachten draußen. Wie klingt das denn? Weiter vorn gab es einen klitzekleinen Zwischenfall. Weitergehend verboten. Oh, er nennt es, es gab einen klitzekleinen Zwischenfall. Kannst du das Fenster gerne zumachen? Das wäre ja, irgendwie. Danke. Aber vorher habe ich Eier auf die geworfen. Oh, das ist sehr gut. Ja. Wir brauchen das. Mann, die haben aber auch Power. So. Wusstet ihr, dass nur Kleinkinder, also Neugeborene und so, dass wir Menschen über die Zeit verlernen, richtig zu schreien? Deswegen können die auch so lange am Stück brüllen, weil die es einfach richtig machen. Es ist nicht mehr weit. Oh Gott, oh Gott. Das war das Stichwort Schreien. Hier ist es. Was will die Olle? Jetzt kommt das hier, Spätzners Geheimversteck. Okay, los geht's. Zeit für eine kleine Geschichtsstunde. Wie ich sehe, hast du den Dunkelstein bei dir. Aus dem Dunkelstein wird Sekrom erwachen. Sekrom und Reshiram, das bereits unter uns weilt, waren ursprünglich ein und dasselbe Pokémon. Diese einzigartigen Drachenbogen hatten zusammen mit den Zwillingshelden ein neues Land zu erschaffen, in dem Pokémon und Menschen in Frieden miteinander lebten. Doch eines Tages entbrannte zwischen den Zwillingen ein Streit. Darüber, wer von den beiden im Recht sei. Der ältere, auf die Wirklichkeit pochende Bruder oder der jüngere, vom Wunsch beseelte Bruder. Der Drache, der den Zwillingshelden immer treu gefolgt war, spaltete sich darauf in zwei Drachen auf. Der eine schloss sich dem älteren und der andere dem jüngeren Bruder an. Reshiram, der weiße Drache, der nach der Wirklichkeit strebt und uns in eine neue Welt der Klarheit führt. Sekrom, der schwarze Drache, der uns auf dem Weg folgt und uns in eine neue Welt der Hoffnung führt. Wunsch. Gut. Hab ich nicht Wunsch gesagt? Auf den Weg, also gesagt. Aber ist egal. Da die beiden Drachen ursprünglich eins waren, tobte der Kampf hin und her. Aber die Entscheidung war nicht in Sicht. Schließlich wurden die zwei müde. Die Zwillingshelden erkannten irgendwann, dass dies nicht nur einer von ihnen recht haben könne. Und so wurde der Konflikt endlich beigelegt. Jedoch gruben die Söhne der Helden das Kriegsbeil wieder aus. Einen Wutausbruch folgte, legten Reshiram und Sekrom daraufhin einer mit Flammen und Blitzen in Schutt und Asche und waren nicht mehr gesehen. Die Pokémon hatten etwas derartiges aber niemals getan, während sie angehört und mit Respekt behandelt worden. Schließlich hatten Reshiram und Sekrom einst ein neues Land erschaffen. Du hast recht, Pokémon können nun mal nicht sprechen. Jedenfalls nicht so viele. Aus diesem Grund projizieren wir unsere eigenen Gedanken auf sie und erwarten manchmal vielleicht Dinge von ihnen, die ihre Gefühle verletzen können. Simsala zum Beispiel kann nicht sprechen mit einem IQ von über 5000. Ich darf das nur nochmal gerne festhalten. Ein Mauzi kann das. Ein Straßenmauzi. Richtig, aber Straßenmauzi kann das natürlich. What the hell? Wow. Pokémon und Menschen vertrauen und brauchen einander. Und das wird auch in Zukunft so bleiben. So ist es und nichts anders. Und daher kann ich euch nicht dulden, dass Team Plasma versucht, uns, unsere Pokémon, auseinanderzubringen. Entschuldigung, wir sind etwas abgeschweift. Aber das ist alles, was wir wissen. Leider ist uns nicht bekannt, wie man das legendäre Drachen-Pokémon erwecken kann. Mit anderen Worten, das, was er uns gerade erzählt hat, bringt uns nichts. Gar nichts. Nada, nichts. Wir wissen nur, dass Reshiram und Sekrom alles töten können, wenn sie Bock haben. Nun, du musst das Versprechen einlösen, das du Lauro gegeben hast. Du musst ja noch deinen Orden aus der Arena von Twindrake City holen. Lilia, tritt in der Arena gegen Sui Bang an. Jawohl! Aber du Bescheid weißt, ich bin genauso stark wie Lysander. Aber nicht so cool. Mag man kaum glauben. Ist nicht zu glauben, ist aber so. Ob Iris auch so was würde passieren, wenn Lysander? Irgendwann mal. Aha. Vielleicht hat auch Lysander so ein Gesicht wie Lilia, wenn er sich rasiert. Er hat mich eher an Brad Pitt. Was? Ja, irgendwie schon. Ein Leichtstein! Endlich haben wir einen Leichtstein! Das war schon immer, was ich haben wollte. Du auch? Ja. Ich meine, meine Rückzugskosten auf null reduzieren, ist immer gut. Was? Regie denkt nur in Pokémon-Karten. Tut mir leid, Leute. Möchtest du es haben? Ja, gib her. Ist das jetzt die Zielscheibe? Ja. Toll. Wie ich das auswendig kenne. Diese krassen Items hier. Mann, hör auf zu reden! Danke. Ja, Leute, wenn ihr es irgendwann mal schafft, die Zielscheibe Competitive Brawlport zu machen, ruf mich. Ich weiß nicht mal, was sie macht, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Also du kannst mit Wechsel dich
die Zielscheibe auf deinen Gegner verpassen und dann verfehlst du das Ziel nie mehr. Hm. Und Geister-Pokémon können dann auch wieder getroffen werden. Fände ich ja ganz gut, ne? Ich weiß nicht, wie es dir ausschaut. Ja. Ja? Ja. Ja? Ja, ja. Alter, oh nein. Komm doch in unser Team. Ach, was sage ich? Du hast keine Wahl. Oh nein, was mache ich denn jetzt? In sein Team? Ich will nicht in sein Team. Ich auch nicht. Sein Team ist bestimmt hässlich. Dylan. Dylan. Bob Dylan. How many rounds must the man walk down? Alter, hier, der Regi, der geht richtig ab. Before you call him a man. Ich sehe schon, you're really feeling it. Ja, right now. Dabei. Wie krass, guck mal, wie Elektra gleich über 42 ist und Neptun noch auf 40 rumgeiert, weil ich ihn nicht benutzen kann, richtig. Das sind meine Soul-Lyrics. Sorry. Ja. Richtig krass, richtig krass. Mülleimer ist da leer. Ich nehme einen Supertrank, obwohl ich gerade eben in Pokémon Center gehen könnte, was mir vollkommen egal. Ich hab dir gesagt, benutze Hausbruch. Was? Ich hab dir gesagt, benutze Hausbruch. Was hätte mir das helfen sollen? Naja, dann kommst du vielleicht besser durch. Achso. Der Regi ist ein richtig gewiefter Schlawiner. War ihn gewieft. Den hast du schon geklatscht, ne? Genau. Ja. So, was sind hier noch so für Typen? Ist ja eigentlich irgendwas Interessantes drin oben im Einkaufszentrum? Ja, da kann man auch gute Items holen. Und auch gute Items finden, glaube ich. ZB? ZB? Achso, zum Beispiel. Ja? Ich meditiere. Achso, er denkt nach, welche Items man da finden kann. Er beschwört die Items quasi gerade. Aber ich glaube, das darfst du dann, wenn eh du machen. Aber ich bin nicht sicher, du solltest vielleicht die Arena machen, weil du das Pokémon dafür hast, das Richtige. Ja, ich werde es suchen. Ich müsste dann ja trainieren da. Ja, müssen wir sowieso erstmal richtig. Training, Training, Mann! Training, Carmenta! Was geht ab, Carmenta? Alles wird bei dir. Du darfst mir aber noch einen Pokémon fangen. Ich wollte gerade fragen, ob du mir eins hier fangen willst oder ob ich dir eins fangen soll. Du Egard, was wäre sinnvoller? Weiß nicht. Ich habe mehr, aber halt auch nicht so nützliche, ne? Überwiegend auf der Box. Kannst du deine Sucht überwältigen und mal jemand anderem außer dir was gönnen? Wow, Leute. Spaß. Ich meine, ja nur Spaß. Der Regi ist heute richtig gemein. Merkt ihr das? Ich werde nach der Aufnahme gleich 7 Minuten weinen, dann nehmen wir weiter auf. Ich hab die Zeit. Warte, ich stelle meinen Wecker. Bei mir, ich muss aber sagen, bei mir gehen 7 Minuten ein bisschen schneller vorbei. Ja, ist vorbei. Ne, vorbei. Tschüss. Tschüss. Jetzt bin ich verheiratet, hab 3 Kinder und hi. What? Das eben war nur ein Witz. Siehst du? War nur ein Witz. Reg ich schon nicht gleich so auf. War nur ein Witz, meinst du auch? Bleib doch mal ruhig hier. Ich hab natürlich nur 2 Kinder, was? Ich möchte aber dann ehrlich gesagt. Ja, dann fange ich jetzt ein Pokémon! Okay! Ich bin Cesurio. Okay, du bist ein Cesurio. Vielleicht kriegst du einen. Oder einen Müllhaufen. Das wäre beides cool. Oder. Older? Bist du bereit? Cesurio. Bist du bereit? Cesurio. Gladiantri, Cesurio. Ich hoffe auch an Deponitox oder Unratütox. Wäre auch nicht schlecht. Aber ich muss sagen. Unratütox! Gott Klaus. Sei Dank. Ich hab nichts gesehen. Hast du was gesehen? Nein. Mach's weg! Schlimm ist, ich kann wahrscheinlich nicht viel, jetzt halt ich kill's einfach. Bevor es Eier legt. Schon zu spät. Ja, Cleopatra ist gegen Eier. Cleopatra, ja. Es ist nicht mehr aufzuhalten. Kaskade! Cleopatra ist schon over the limit. Es reicht nicht aus, ey. Das ist auch clever. Erstmal Clownwässer und dann Runde 2 Mogelhieb. Also andersrum? Ja. Fragezeichen. Immerhin bringt es noch ein paar Erfahrungspunkte. Vor allen Dingen hoffentlich endlich ein Cesurio. Oder ein Chillabell, das geht auch. Also ich mag Pico Chiller, aber das ist echt jetzt nicht so gut. Ich finde schon. Wobei hat's Wertelink? Weiß nicht. Ich krieg erstmal eine Wasserdüse ab. Also ist es nicht schlecht. Ja, ich mag's, aber irgendwie werden. Wow, wir hätten coolere Pokémon kriegen können. Du musst es Chilla Bang nennen. Chilla Bang? Guter Representer-Name. Mir gehen die Götter aus. Ja, stimmt. So. Ich bin gerade schon noch länger am Struggle gewesen. Ich habe schon lange überlegt, so wegen so, was mache ich da, was mache ich da? Ich glaube, ich muss auf jeden Fall... Yeah! Was soll ich denn? Pico Chilla wurde krass gefangen. Krasser, als alles jemals gefangen wurde. Aber nur krass. Ach, ich lasse. Ein Pokémon mit Putzfimmel. Ach, wie schön. Was? Hat das nicht auch
Papunga, hat das nicht auch so ein Putzfimmel? Ja. Es benutzt seinen Schweif als Staubwedel und fegt seinen Bau, bis alles Picobello ist. Picobello, verstehst du? Picochilla, Picobello, oh mein Gott, ich gucke den Namen an. Picoballa. Weißt du was? Super passend jetzt. Als Erinnerung an Hades kriegst du jetzt die römische Version, und zwar Pluto. Weil das so unglaublich passt. Weil Picochilla ist der Herr der Unterwelt. Okay. Ja. Irgendwie passt das und hat was. Ja, tierisch. Pluto wurde auf Box 1 übertragen. Oh, Junge. Ich will weg. Boah, danke schön. Okay, Leute, ich würde sagen, das war Pokémon Duolo Challenge bei Weiß 5, 6, 8, 19, 98, 15, 17, 22, 83, 64, 59. Tschüss.